Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Planet Zoo. Wir wollten unsere Dallschafe jetzt in ihr neues Gehege bringen oder in ihr erstes Gehege. In der Zukunft wird sie eh nochmal wahrscheinlich vom Zoo beschlagnahmt. Was? Das hört sich auch interessant. Vom Zoo beschlagnahmt. Das ist ein Zuchtprogramm. So, jetzt schauen wir mal, relativ bald sollte sich jemand darum kümmern, die Tiere zu besorgen. Und die kommen ja noch von unserem Hauptzentrum. Da läuft einer und da läuft einer. Lauft, ihr Lungs! Lauft! Ich überlege auch, ob wir nicht vielleicht ein Vivarienhaus mal bauen. Also wirklich ein Haus, wo ganz viele Vivarien stehen, durch das die Leute durchlaufen können. Aber da hätte ich gerne dieses Moderne. So, jetzt kommt das erste Dallschaf gleich an. Hopp! Da ist unser Dallschaf. Und genau das brauchen wir jetzt auch. Es ist verletzt. Wir kriegen direkt ein verletztes Tier. Also, für das Tier wäre das die perfekte Umgebung schon. Wie schaut es mit Pflanzen aus? Taiga Tundra. Filter, Kontinent, nordamerikanisch, Eigenschaften, nee, Biom, Tiger und Tundra. Dann patchen wir nicht so ein bisschen hier das ganze Zeug auf, warte mal. So ein bisschen hier noch. Zack, ganz gemütlich. Ich hätte eine festliche Tanne. Jetzt tun wir noch ein paar Zypressen rein. Ein paar verschiedene Varianten von Zypressen. So. Ich muss mal versuchen, so natürlich wie möglich einfach zu verstecken. Indem wir. Nein, oh nein, das will ich nicht. Das will ich nie. Auf die Schnelle ist der Modus echt grausam. So. Hier so ein bisschen ausgepatcht das Ganze. Genau wie so wie hier einfach so buschmäßig. Bisschen nach oben das Ganze. So. Andrehen. Vielleicht diesen Streifen nehmen. Zack. Hier hinten auch nochmal auspatchen. Dann fragt keiner, wieso das hier so komisch ausschaut. So. Dann sind jetzt hier die Büschchen. Haben wir das so ausgemalt. Auch nochmal mit so ein bisschen Büschen ranarbeiten. Also bergbuschmäßig. So. Schaut komisch aus, wir tun da drunter jetzt so einen Stein platzieren. Einen guten. Ich brauche einen Stein gescheiden. Oder können wir das so buschmäßig auf.
So. Ganz viel Büsche hier so. Ansonsten nicht viel eigentlich. Steinmäßig haben wir nichts in den Gebieten irgendwie. Tun wir noch so ein paar Rentierflechten vielleicht drüber auch noch. Eins, zwei festliche Tannen. Und hier eine größere. So. Rein theoretisch musst du wirklich ein Gebiet machen, wo du nur Schnee machst und alles. Also vielleicht wäre doch so eine Idee mit einem kompletten Gebiet, wo du reingucken kannst, gar nicht doof. So, jetzt sollten die Pflanzen passen. Lebensqualität passt ihnen aber noch nicht. Deswegen gehen wir jetzt hier auf, nicht auf Rentiere, sondern filtern nach, nein, Design. Dallschaf, und zwar alles. Vielleicht nutzen wir diesmal sogar wirklich so ein vorgefertigtes. Aber da brauchen wir nicht mehr so ein großes eigentlich. Warte mal, da drehe ich einmal, weil das will ich dann schon gerne sehen. Einrichtungen. Ne, Gehege. Oh Gott. Ich habe schon wieder den Button gedrückt. Nein, ich tue es immer wieder. Ich weiß noch nicht, wie man da wirklich rauskommt dann. Ach, und ich tue es schon wieder. Gott! Will ich die ganze Zeit, wo wir das am schlausten hin platzieren? Am schlausten ist eigentlich einfach hier hin. Den Baum kann man ja umplatzieren, zum Beispiel hier in die Ecke. So. Dann wird es auch so ein normales Gebäude mal. Finde ich, schaut gar nicht doof aus eigentlich. Das schaut echt nett aus. Jetzt sollte ich mich auch mal an ein paar Gebäude ranwagen, die so gemacht werden. Gehege und jetzt noch ein paar Schlafplätze wahrscheinlich. Einen großen Schlafplatz noch. Noch so ein paar kleine hier außen rum. Dann kommt ein Futtertrog, den wir hier hinstellen. Futterspender. Fast so. Jetzt muss ich nicht nochmal kurz hier auf. Hier. Nee. Spiel verhalten. Futterspender ist super. Beschäftigung durch Spielzeug. Greifball. Und dann noch eine Reibesäule auf der anderen Seite hier so. Das ist doch super. Rein theoretisch müsste dem das jetzt voll taugen hier. Umgebung passt, Gelände passt. Da kommt jetzt noch der zweite dazu. Puff, jetzt seid ihr zu zweit. Und er beschließt erstmal, ich leg mich hin. Ah ja, du bist der... Stimmt, du bist verletzt. Tierarzt. Da siehst du sogar die Katz. Eieiei, was ist mit dir passiert? Oh Gott, du armes Tier, du. Ja. Du wirst bald behandelt, mein Freund. Tust du ihn jetzt mitnehmen oder nicht? Dankeschön. Krankes Tier entdeckt, Tierarzt wird gerufen. Ja, okay, das wird jetzt eh schon abtransportiert. Veterinärforschung abgeschlossen. Was haben wir jetzt eigentlich für die Rentier? Aktive Krankheit, die könnten wir sozusagen erforschen auch. Schicken wir doch einen unserer Tierärzte mal da drauf. Oh, Technikerforschung. Getränke haben wir erforscht. Ich hätte gerne aber, dass ihr die neue Welt erforscht auch. Ich hätte gerne nicht viel Modernes und vielleicht in Zukunft auch ein bisschen Arktik. Also was ich machen könnte, ist zum Beispiel eine neue Imbissstation bauen. Also die Leute können jetzt so hier rüber, wieder zurück. Ah ja, Infopunkte. Immerhin haben wir neue Tiere.
Da war ja was. Die müssen ja auch informiert werden darüber, was jetzt hier abgeht. So, wo sind sie denn? Wo sind meine Infotafeln? Ich bin gleich schon wieder blind. Ah, da sind sie. Das Tolle ist, hier passt die echt gut hin. Schneidet doch nicht die Ecke so eng, Leute. So. Dann geben wir hier gleich mal die Dallschafe ein. Vielleicht sollte man da nochmal mit so ein bisschen Steine sogar vielleicht dran arbeiten an dem Gehege. Oh nee, jetzt ist es wieder bei den Nualern wieder ein Problem. Warte mal kurz. Wo wird hier schon wieder rumgebettelt? Da. Das ist ein Junge und der ist auch jung. 2,3 Jahre, 5 Jahre. Wir lassen den 5-Jährigen und lassen dich ausziehen hier. Bye bye. So, dann haben wir das Problem hoffentlich auch gelöst. Wir wollen bei den Infotafeln, ne? Das hier oben braucht natürlich auch eine Infotafel. Die gleich mal die Dallschafe als Info dran bekommt. Dann gehen wir wieder nach unten und tun hier auch die Dallschafe präsentieren natürlich. Die Dallschafe sind jetzt da, meine sehr geehrten Damen und Herren. Also ich muss schon lassen, im Gegensatz zu dem Vorgängerspiel Jurassic World, ist es viel filigraner. Jurassic Park war ja wirklich, da musstest du keine Infos machen, die haben einfach gucken wollen, fertig. Hier musst du schauen, dass sie was finden zum Gucken. Apropos, wir haben keine Wasser, doch Wasser, ich wollte gerade sagen, wir haben keine Wasserstelle. Holy shit, so Mitarbeiter müssen sich anstellen, um Einrichtungen zu benutzen. Oh, wir brauchen noch eine Werkstatt. Eine Werkstatt. So. Haben wir noch eine. Muss nicht anstehen, hast noch eine, Junge. Ja, jetzt kannst du basteln. So. Um das muss ich mich auch mal kümmern, wenn ich Zeit habe. Aber das ist alles so eng aktuell. Die brennen ja sogar, die Fackeln. Wo ist echt mein Dallschaf? Da. Einfach. Oh, nee. Oh, verletzt ist jetzt super. Tschüss. Ja, du hast nichts mehr zum Kämpfen. Hör auf. Ich weiß nicht, was ich mit dem machen soll. Er ist uralt. Schon bei den anderen kann ich vielleicht noch schnell handeln oder sowas machen. Aber das geht mit dem dann nicht. Afrikanischer Wildhund wird bald Nachwuchs haben. So, warte mal. Jetzt muss man es hier erstmal erkundigen. Der ist verletzt. Sie haben auch nur die zwei erwachsenen Tiere, ne? Oder wir sagen, wir verkaufen das Jungtier und schicken das Alttier wieder. Und schicken ihn in die Wildnis. Tier freilassen. Dann darf der alte Herr sich noch in den Lebensraum hier ein. Gabelprojektiert Stress. Oh. Wisst ihr, was wir bei denen jetzt machen? Weil die dauergestresst sind, gefühlt. Ja. Ihr kriegt jetzt alles einseitig verspiegelte Wände. Wir upgraden das Gehege jetzt volle Wäsche. Dann können die keinen Stress mehr haben, rein theoretisch.
Und bei denen, weil die fühlen sich ja auch immer so benachteiligt, einseitig verspiegelte Wände. Alter, ich muss die jetzt mal kastrieren, die werden echt zu heftig. Wo ist das Weibchen? Ein dummes Männchen kastrieren, so. Zu wenig Rückschritt. Ja, wenn ihr euch vermehrt, wie die bekloppten Hamster von nebenan, ne? Dann ist es klar, dass das passiert. Bisongehege. Techniker rufen, Tierarzt rufen, Tierpfleger rufen. Ah, wir haben ein Geschenk erhalten. Warum das denn jetzt? Lass ein Exemplar der Tierart amerikanische Wild in die Wildnis frei. Haben wir geschafft. Geil. Und das ganz unabsichtlich eigentlich. Wie geht's unseren Dallschafen? Sind mittlerweile beide wieder da? Ja, er ist wieder da. Wie geht's dir, meinem kleinen Freund? Oh, er hat immer noch Narben. Er wird vernarbt bleiben für sein Leben, aber es geht ihm besser. Das Sozialverhalten ist für die Menge sogar zu wenig. Scheiße, Tierhandel. Ich brauche noch ein Dallschaf. Hat jemand für mich ein Dallschaf, bitte? Oh ja, sogar viele. Kaufen wir jetzt ein Weibchen. Ne, jetzt kommen wir zwei Weibchen noch dazu. Komm, ihr habt ein schönes Gehege. Das geht schon. Vom Zoll beschlagen. Was ist das denn? Oder ist es, woher die kommen? Haustier. Dann fühlen die sich bald viel, viel besser. Die Frage ist, wo tue ich das Trampeltier hin? Ich würde es ja gerne hierhin einfach packen. Weil dann ist die eine Seite wieder nicht sichtbar. Obwohl es ja auch keinen Unterschied machen dürfte. Auf der anderen Seite könnten wir hier noch ein riesiges Gehege hinpacken. Ah, Mülleimer sollten wir vielleicht auch noch platzieren. Warte mal. Fällt mir gerade so ein, Mülleimer auf dem ganzen Weg, sonst tun die uns schon wieder hier alles vollmüllen. Wir kennen doch unsere Pappenheimer mittlerweile. Ich sag's euch, wie ich finde hier Müll. Ich hätte daneben auch gleich immer gerne eine Spendebox. Ihr dürft bloß nicht bitte die Spendebox mit dem Müll verwechseln, okay? Das wäre mir ganz, ganz lieb. Spendet! Spendet für die Dall. Tipp, tipp, tipp. Geld abheben. Neues Team zu angekommen. Fühlt euch wohl in eurem neuen Zuhause. Ihr seid herzlich dazu eingeladen. Ja, das finden sie gut. Die lasse ich zu einer richtig großen Truppe auch werden. Können wir eigentlich mal in Wikipedia kurz gucken, Zoopedia, wie das ausschaut, wenn es eine gemischte Truppe ist? Königssieger wird bald Nachwuchs erhalten. Es darf immer nur ein Männchen drin sein. Ihr wollt mich verarschen. Aber wir haben schöne Weihnachtsbäume. Aber Leute, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat's gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.